Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich habe den Ghost gefunden, den wir letztes gesucht haben, aber er ist scheinbar uns zu stark. Ja. Mist. Kaum schlägeln. Nun gut. Wir machen die Quest einfach später. Ja. Wir machen die Quest, weil ich will mich jetzt hier nicht die ganze Zeit umsonst mit dem duellieren. Wir machen andere Quests jetzt und machen den später oder... Ja, ich weiß nicht. Irgendwann mal. Also, ich habe mich gerade erschrocken. Der kommt plötzlich von oben vom Berg herunter und greift mich an. Muss ich gleich mal noch den Knopf drücken. Den Aufnahmeknopf drücken und... Boah. Ich wusste gar nicht, dass das ein Skelett ist. Ich dachte, es sei so ein Leech. Okay. Beim Barbaren habe ich es, glaube ich. Oder, ja, beim Barbaren ist das. Oder beim Jäger. Nein, beim Jäger hatte ich die Quest gar noch nie. Ja, beim Barbar habe ich die. Und dort hatte ich Hilfe. Aber, ja, jetzt noch kurz in den Chat zu schreiben, während der Aufnahme, und dann noch zu warten. Nee, danke. Wir machen jetzt die anderen Quests, und wir müssen ja sowieso bei Level 29 dann, farmen. Noch ein paar Items sammeln für den Barbaren. Ich habe zum Beispiel einen 46er Stab gefunden. Und den, muss ich dann noch rüberbringen, zu diesem Charakter, zum Beschi. Und ja. Also, gigantische Tarantel sind hier. Dann machen wir das kurz mal. So. Und zwar mit dem Dämonen. Da ist noch eine, da ist noch eine. Ja, gut. Das ist eine große, große. 10 Stück. Da ist noch eine. Sehr schön. Ah, oh, schaut, wie viel Damage der Dämon macht. Hübsch, hübsch. So. Ja, genau, 3 Damage mehr noch machen. Wieso nicht? Der Golem wird bald zum Feuergolem. Momentan ist er ja noch ein Eisgolem. Und was ist denn die 5. Stufe? Ich glaube, ein Steingolem dann wieder. Oder so irgendwas. Oder so einen dunklen Violetten oder so. Eins von beiden. So halb-halb. Ich weiß nicht mal ganz genau. Ist schon so lange her. Ja, die Großen müssen wir nicht angreifen. Machen wir trotzdem. So. Dann weitersuchen. Das sind 2 Große. Da unten ist noch einen. Okay. Bitsi, bitsi, Spider. Ja, nicht den Haar. Hallo. Da ist noch einer. Gut. So, der andere ist nicht online. Nein, Xerdox ist noch online. Und, ja, wir leveln jetzt alleine noch, weil, der Barbar ist jetzt eigentlich schon recht weit. Den möchte ich jetzt momentan nicht weitermachen. Das ist gut, dass ich jetzt einfach momentan ein bisschen alleine leveln kann und auch den Beschi mal leveln kann. Ja, ich will nämlich beide ungefähr gleichzeitig haben auf Level 40. Und weiter Baba eben schnell leveln, natürlich durch den Xerdox. Es ist gut, dass wir jetzt momentan ein bisschen Beschi skillen, Beschi leveln. Ja, schauen wir mal. Aber eben, wie gesagt, also, ihr dürft gerne Feedback geben, wenn ihr
wollt, dass ich lieber mit Leuten aufnehme, klar, aber eben die Suche und so ist halt nicht so, ja, weil zuerst muss halt jemand Bock haben, mir zu aufzunehmen. Es ist halt etwas, was man nicht immer macht und deshalb schwerfällt manchmal. Aber Dankeschön, dass sich schon ein paar gemeldet haben. Und so macht das Projekt mir auch natürlich Spaß. Genauso wie euch. So. Toltar anführen müssen wir noch. Tollwütige goldene Wolf sind unten. Ruinen von Ignis sind auch unten. Gut. Dann gehen wir nach oben, tun wir die Quest abgeben und gehen dann runter zu den Ruinen. Lass kurz schauen. Ja, die sind hier unten. Oh, Ignis momentan erfolgreich. Tschüssi. Tschüssikowski-Golemchen. So, können wir die Quest abgeben und dann noch eine Reichsquest annehmen. Ja, hier ist sie. So. Und jetzt? Muss ich kurz auf die Map schauen. Da vorne, okay. Ich hoffe, die Quest ist jetzt vorüber. Ich brauche wieder einen Questplatz. Jetzt dachte ich schon, das wäre Eis oder Schnee, aber es ist Sand. So. Dann wieder nach oben. Mann, dieses Schwert will ich. Wow. Nicht schlecht. Ja, der Barbar wird mir noch viel Spaß machen. Ah, hier entlang. Gut. So. Quest abgeschlossen. Sehr gut. Dann können wir mal. Wie viel haben wir jetzt von den Forts? Okay, Ferias und Imperia haben wir noch dazu. Ja, den nehmen wir. Das Ding, woher hier unten? Da drüben, ha. Dann gehen wir hinten durch. Also zuerst noch Melekethi. Und dann hinten durch zu den Ruinen. Ja. Wir müssen hier ja noch die goldenen Wölfe killen. Wegen 31 Schaden. Kriegsberg kommt jetzt wieder. So, also, dazu müssen wir hier ins Tal runter. Das können wir leider nur von anderen Seiten. Also müssen wir hier mal dort hinten reingehen. So, hier haben wir noch irgendwas. Ein Schatz. Tomb Raider oder Indiana Jones ist unterwegs. Ja, komm schon. Nicht schlapp machen, Pferd. Ich weiß, dieser Wüstenwind ist ätzend. Aber hört ihr das? Es ist ein neuer Ton. Sie haben nämlich im Patch haben sie den Wüstenwind ein bisschen entschärft vom Ton, weil er ja sehr rechtsstark war. Kratzig. Händler, ich will mal kurz schauen, ob du irgendwas hast. Level 28. Das ist Hexenmeister. Nun gut. Da ist der Toltar-Anführer. Den müssen wir ja auch noch machen. Gut. Dann machen wir den mal kurz. So.
Am besten du, Golem. Du hältst doch was aus. Wieso kann ich nichts machen? Wieso du nichts machen kannst? Und zwar direkt auf den Anführer. So, der ist schon hellgrün, gut. Ja, der hat nur viel Leben, aber nichts auf der Bühne. Na? Auch schon gecheckt, dass ich 0 Schaden bekomme? Na? Und tschüss. Easy peasy. Ich glaube, da müssen wir jetzt da nach oben dann gehen noch. Ah, das ist nicht die Quest, okay. Es gibt da noch so eine Quest, wo wir dann oben zum Schrein müssen. So, wir gehen jetzt hier runter, den kann man, der ist noch recht lange. Können wir gleich mit dem angreifen und so. Ja, also was müssen wir töten? Tollwütig. Älter, tollwütiger. Das sind zwei. Das sind Salamander. So. Greif an, mein kleiner Golem. Gab es nicht in Alisius solche Golems mit Eis? Irgendwo, glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das war. Ist schon lange her. Oh, schaut mal, zwei. Jetzt haben wir kein frisches Fleisch vorher bekommen. Ältere, tollwütiger. Da sind noch zwei. So. Ja, komm schon. Angreifen. Genau. Sehr schön machst du das. Manchmal musst du ein bisschen beteln, weil die Reichweite nicht so groß ist. Aber dann geht's. Also, dann sind hier hinten noch ein paar. Können wir auch gleich mal hin. Bis die nämlich wieder gespawnt sind. So, der Ledergolem ist bald weg. Nee, an der Waldautobahn ist er ausgesetzt worden. Aha. So, hat er auch ein anderes Kinn? Sieht ein bisschen anders aus, habe ich so das Gefühl. Vielleicht durch das, ja, weil es halt Nacht ist. Ist das so ein bisschen bläulich noch. Melee ja Stufe 4 ist, glaube ich. Ach komm, dann halt die Zombies. So. Ja, genau, du musst rauskommen. Was ist die für Scheiße, ne? Was ist der Level 60 geworden, oder was? Ich kenne Roy zu wenig gut. So, müssen wir schauen, wo wir noch haben. Da vorne. Hier ist der Ding noch, der Kristall, den wir noch haben.
Was? Tittensachen? Tittensachen. Sowas machen Sachen. Das Niveau des Chats ist momentan wieder auf ganz unten. Hier vorne haben wir, glaube ich, irgendwo auch noch Wölfe, genau. Da können wir schön ein bisschen wandern. Huh. Und angreifen. Los, los, los. Dann können wir gleich hinten hoch zuerst und dann hier runter zu den Ruinen. So ein bisschen taktisch questen. Der Mulaf ist hier. Wir sind... Ah, da ist noch einer. Haut ab! Halt's Maul! Jetzt fängt's langsam an. Maul, reite mir noch. Und das Codewort wird auch noch ein bisschen erzählt. Ah, ist das nicht nett? Müsste noch einer sein jetzt. Ah, haben wir schon. Okay, umso besser. Gut, dann gehen wir nach oben. Hier sind ein paar Kristall-Ding, Schätze. Nicht Magnaniten, Schätze. Die werden manchmal gar nicht aufgelesen. Kann ich verstehen, wenn man nur Magneten sucht. Aber wieso nicht aufnehmen? Man bekommt ein bisschen Goldmünzen über. Und hat danach noch ein bisschen etwas mehr zu tun. Vielleicht, weil sie zu geizig sind, die Magneten aufzunehmen. Also, nur die Magneten aufnehmen sollen, wollen, so schnell wie möglich es geschafft haben. So. Oh, ich könnte nicht verstehen, ich könnte das dann nicht so glauben, aber wahrscheinlich werden die Leute dann wie bei World of Warcraft so süchtig, wenn es erfolgreicher wäre, dieses Spiel. Das ist leider so bei Farming MMORPGs, dass die Leute dann die ganze Zeit Werbung machen für ihr super, ach so geilen Job, Shop und ja, aber es ist gut momentan, wieso ist im Deutschen, auf dem deutschen Server. Im Englischen ist es wahrscheinlich viel schlimmer. Oder im Argentinischen. So, was haben wir hier? Für einen Jäger, ja, ja. Von mir aus. So. Dann auch oben. Wie sich immer abwechselt zwischen Meeresrauschen und Wüstenwind. Ganz nett abwechselt. Es ist übrigens wieder ein bisschen zu leise. Ich muss es vorher runterstellen, weil irgendwie ein Lied zu laut war. Von da oben bei der Arena.
Jetzt ist das Rauschen wieder ein bisschen besser zu hören. So. Ah, da ist er schon. Sehr gut. Und den Brief, den müssen wir hier. Wahrscheinlich hier oben, ja, Ikarin. Genau, aufs andere Ende der Map. Ah, kurz schauen, wo die anderen Quests. Eine hier und eine hier. Gut. Haben wir auch geschaut. Und jetzt gehen wir da drüben zu den Ruinen von Ignis. So. Kellerzelten. Haben sie nichts zu tun? Ich will darüber zum Vulkan. Wo ist das Boot? Oh. Ein sehr gut texturierter Berg ist da hinten. Und ein fliegender Stein hier. Södele gehen wir unten durch. Hier sieht es aus so wie in Troja oder einer anderen Stadt, die vernichtet wurde. Aha, schaut euch mal diesen Wolf an. Ist doch nicht süß? Kommt der runter? Nö. Manche kommen runter, wenn man unten durch reitet oder läuft, aber der ist jetzt gerade ein bisschen zu weit oben. Oh, hier könnte man hinten nach hinten gehen, aber bringt uns nichts. Rutschen wir wahrscheinlich noch runter. Ah, hier ist der Koloss von Rhodos. Bisschen kaputt. Bisschen klein geworden. So. Nach oben, bitte. Gut, da sind wir. Was müssen wir hier machen? Sehr große Königskobra. Na gut. Aber der Fette will ich jetzt wiederholen. Nein, der Kleine. Der Fette ist es ja nicht. Nur die Flügel sind fett. Eins. Da ist noch einer, gut. Ah. Vorher hatte ich Action und jetzt ist schön Ruhe in diesem Spiel. So, nein, der da. Zombies kommt! So, das haben wir auch. Gut. Dann Quests abgeben. Mehr haben wir hier nichts zu tun, ja. So. Ich möchte heute, also ich möchte diesen Part eigentlich noch Level 29 erreichen, aber das wird es wahrscheinlich nicht mehr. Ich werde dann einfach den Troll, also den Golem noch ein bisschen weiter skillen, damit er zur Feuer-Golem kommt wird. Und tut dann einfach ein paar Items farmen. Und im nächsten Part gibt es wieder den Barbaren. Mit dem Barbaren möchte ich noch ein paar Quests machen. Sorry. Und ja, irgendwo questen, ein bisschen leveln bei den hellgrünen oder grünen, bis der Zertox wieder kommt. Aber vielleicht kommt er schneller, als ich soweit bin.
Rambazamba, bin in der Party von Mutti. Der schläft. Aha. Das nehme ich dir übel. Gib ihnen mal einen Nackenklatscher. Jetzt fängt's langsam an. So. Er soll wieder anfacken. Aha, er soll wieder anfacken. So, wo haben wir denn die hier die Quests zum Abgeben? Da vorne ist einer, gut. Ah, da ist noch ein Gestein. Yes! Yes, ich hab's gedacht. Ich hab's wirklich gedacht. 5 Magnetsticke für den Drager. Andere suchen stundenlang, haben nie 5. Und ich habe meistens schon 5. So, also einer ist ja hier hinten. Da. Was ist das für eine Quest? Der ist hier drin. Das ist nicht die Quest, die wir nicht lösen können. Nö, ist eine andere. Gut. So. Westliche Sandwüste. Schleimst du jetzt? Black Cru. Aha. Der Chat ist voller Rätsel. Wassermelone, lecker! Ja, genau. Der Chat ist voll am Durchdrehen. lecker. 20 Fleisch. So, wir gehen jetzt nach oben. Diese Quest werde ich dann alleine machen. Wir können aber kurz schauen, was wir hier machen müssen. Aber wahrscheinlich die Grabwächter noch killen. Die sind sowieso langweilig zum Killen. Was, ein Serverboost ist wieder? Wusste ich gar nicht. Nein, große Königskobra. Die machen wir aber jetzt nicht. Das ist langweilig. Ah, hallo, Aninira. Okay. Hammer selber. Eishöhö. Möpsi. Sicher? Okay. Sicher, Tricher. Ah, der Herzlose. Suche Clan. Also ich bin mir sicher, keine Ahnung, ob du... Aha. Also. Sind wir endlich ein paar oben? Ich bin schon ein bisschen ungeduldig bei diesem lähmen Zeugs da. Hey du. Nach Sport. Wenn man Sport macht draußen, man kommt heim, sollte man nie Regnum spielen, sonst schläft man ein. Wenn man schon durch den Sport ein bisschen müde ist und dann noch von Regnum müde wird, dann... Ja, ich bin gerade so auf dem Tisch am Liegen. Also ich habe meinen Brustkorb fast auf der Tastatur oben. Das könnt ihr nicht vorstellen. Ich muss mich jetzt ein bisschen... wach halten. So, ich denke, wir könnten das noch mal kurz machen. Kann ich noch ein bisschen erzählen? Ja, heute bin ich so richtig... Oh, heute war es so extrem heiß, irgendwie 34 Grad im Schatten. Und ich so in der prallen Sonne auf unserer Wiese. Wir haben so eine große Wiese mit kleinem Wald daneben. Und da habe ich ein bisschen Fußball gespielt. Und oh, ich habe geschwitzt. Wenn euch die. Ja, wenn euch der Schweiß so rauskommt und dann plötzlich verpufft, weil die Sonne den Schweiß schon zum Dampfen bringt, zum Kochen, dann ist es zu heiß, eindeutig. Aber mir geht's gut, also ich habe mich ja jetzt innerhalb von 2 Monaten eigentlich recht gut daran gewöhnt. Was gibt mir mal den Namen? Mariam Comet. Ah, der Comet. Der hat ungefähr 3 Charakter, die er regelmäßig spielt.
und was weiß ich. So, also. Wir müssen das Level noch erreichen, aber wir schaffen es wahrscheinlich nicht durch die Reisequest. So ein Kack, schade, hey. So, wo haben wir jetzt den Ding da oben im ersten Dorf, glaube ich. Also Magna suche ich hier jetzt nicht, wenn der Komet hier am Farmen war. Da gehe ich direkt zu den Goblins. Nein, direkt mache ich nochmal seine Reisequest. Und dann gehe ich zu den Goblins, weil sonst kann ich da nirgends, bei den Goblins kann ich nirgends mich skillen. Deshalb, ich will nicht allzu viel laufen jetzt, sonst schlafe ich wirklich ein. Der Clay Blaze. Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle. Das passt. Eide. Also ich will keine Frau, die aus Kohle besteht. Ich will eine Frau, die Zockerin und Fußballspielerin ist. Meine Hobbys teilt. Ah, wir sind schon zu weit, oder was? Nein, eben. Boah. Ich dachte schon, wir sind falsch. Also kann ich ja jetzt beenden. Ich bin ein bisschen zu müde. Ich werde morgen dann wieder ein paar Folgen aufnehmen. So. Ja, es reicht nicht. Schade. Und ich. Arcane Ando. Jeder Neuling ist mit diesen Hasen unterwegs. Levelt den Hasen ein bisschen, fühlt er sich schwach, nimmt er einen anderen Charakter. Und später gibt es nur noch andere Charakter. Also andere Rassen. Aber die Hasen nicht mehr. Ist immer so. Die Hasen sind immer erstes Opfer. So schade. Schlecht. Genau. Also, ich bin jetzt ein paar. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Bye.